Ich bin mit dem Porsche Dakar in der Wüste gefahren und wie es dazu kam, seht ihr jetzt. Zuerst sind wir mit einem Privatjet gelandet, dann in den Porsche und ab durch die Pampa. An unserem Schlafplatz angelangt, war nur noch die Frage, wo ich schlafe. Natürlich auf meinem Porsche. Unglaublich, wie viel Platz da drin war. Am nächsten Tag standen alle Autos bereit und es konnte endlich losgehen. Wir sind durch die Dünen gebrettert, dem Sonnenuntergang entgegen und am Ende ein kühles Blondes.